I just love the peace here. I guess that's why I've never moved anywhere else. Honeybee, I'm so glad you came here. Me too. How can I help out around here? Not sure if I'm a handy Terra, but I'll try for us. Hey there, kitty. You're Hazel's granddaughter. Welcome. I'll get started fixing up that old barn right away. Hello? Grandma? So you think your intuition was right then? Go on down to the basement. You'll understand everything. I saw that spark of magic in your eyes the first time I held you. Well, here goes nothing. Enjoy perfecting your craft, honeybee, but mind that you don't forget about your regular life. So, are you single? There may already be a few interested parties. And who is this beautiful creature I see? Would you like to have dinner with me sometime? There's magic in the little things, too. Servus und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt in der Demo von Wildflowers. Auf das Spiel bin ich so nebenbei mal aufmerksam geworden. Das kam auch am 20. September jetzt raus. Und ich dachte mir, okay, bevor ich mir das jetzt zulege, möchte ich natürlich erst einmal die Demo anzocken. Von der Hintergrundgeschichte ist eigentlich schnell erzählt. Das ist eine gemütliche Simulation, Farmsimulation, die im Erzählstil irgendwie sein soll. Und ja, wir begleiten im Grunde Tara auf ihrer emotionalen Reise um die Wildflowers, um eine Hexe zu werden. Und da bin ich jetzt schon mal sehr neugierig, weil es dann doch ums Farming geht, ums Crafting geht. Und würde sagen, bevor ich jetzt lange noch rumquatsch, starten wir einfach mal das Spiel. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wild's farm? Terra? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? No. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it! Okay. Herzlich willkommen hier. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Wie ist die Steuerung? Okay, Steuerung gibt es keine Kamera zum Drehen. Okay, ich steuere mit WASD.
Und sie hat gesagt, hier runter und dann natürlich ab ins Wasser. Nein, Quatsch. Eine große Stadt. Vermute ich jetzt mal. Hier gibt's verschiedenste Läden mit Sausages. Kims Schlachterei und Feinkost. Montag geschlossen. Dienstag bis Donnerstag 9 bis 17. Freitag, Sonntag geschlossen. Wir bieten tiergerechte Schlachtungen an. So kürzt sich das. Ein Supermarkt wahrscheinlich, jawohl. Gemischtwarenladen Dahl. Wir kaufen und verkaufen Samen, Gemüse und Küchenutensilien. Seit 1800 ununterbrochen im Betrieb. Außer an den geschlossenen Tagen. dann haben wir hier noch einen, keine Ahnung. Wasserpfeifen, Esoterikzeug. Nein, quatschen möchte ich jetzt noch nicht mit dir. Ein Fischhändler. Soft und Sohns Fische und Köder. Wir kaufen und verkaufen Fische und Köder. Okay, schauen wir halt mal. M können wir mal drücken. Okay. Ah, zeigt uns sogar an, wo wir hin müssen. Alles klar. Also das ist die Stadt. Ich kann auch hier nichts bewegen, aber ich denke mal, das sollte egal sein. J ist das Journal. Auf zu Oma. Geh zu Omas Farm. Sie liegt im Nordwesten der Stadt. Schau auf der Karte nach, wenn du dir nicht sicher bist. Okay, alles klar. Okay, ich denke mal, dass der Knilch hier mit seinem Schlips entweder der Bürgermeister war oder ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Rathaus Fairhaven. Gelegentliche Gemeindetreffen. Kommen Sie vorbei, um dem Bürgermeister zu sprechen. Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr. Der hat wenigstens Samstag und Sonntag nur seine Ruhetage. Dann Blumenladen. Wir haben hier eine Schule. Huh. Welcome to the island. I am Messenger Cameron Connor. Okay. Hey. Servusle. As one newcomer to another, please let me know if there's anything I could do to help. Wenn wir beide neu sind hier, wie kannst du mir dann... Na, ist egal. Well, actually, I think I've gotten a bit turned around. Do you know the way to my Grandma Hazel's house? Yes, it's just outside of town. Ja, das ist aber keine Richtung. Turn around and keep walking past the town hall and keep on past the old bell and you'll see a dirt track. Einen dreckigen Weg, a dirt track, okay. If you follow that dirt path, you will reach Hazel's house. Ja, alles klar, danke dir. Mach ich mal gut, ne? Nee, mit dir will ich nicht. Noch nicht. Oh, eine Katze. Aber jetzt muss ich mal was umstellen. Das ist nämlich auch toll. Das kann man nämlich hier machen. Dialoge manuell per Klick. Also ich kann das auch ändern, weil ich mir die ganze Zeit dachte, warum quatschen die nicht weiter? Lassen wir es mal lieber so, denke ich. Hallo. Miau. Oh, what a good purr. Oh, mag sie mich? Dann mag ich sie auch. So, eine Schmiede. Auf Anfrage bieten wir auch Erzverhüttungen an. Alles klar, Natalia. Ah, da hat's mir den Weg gezeigt jetzt, oder? Hazel Wilds Farm. Jawohl, sind wir doch schon richtig. Welch ein Idyll. Aber es gibt viel zu tun. Wahrscheinlich Holz hacken, Steine klopfen. Naja, man hat es ja gesehen im Trailer, wenn der noch vorne dran vorhanden war. White Flowers. Ach, wunderschön. Ah ja, und das ist Grandmama. Blasted rusty old crank. I ought to blast you. Not a bad idea, actually. My charm will bind, turn and unwind. Look at it go. Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee. I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes.
Well, now that you mention it, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds and I can get them planted? That would be a good start. Here's the seeds. Just head over to one of the garden beds there and scatter them about. Ich tue mein Bestes. Vom Samen zur Frucht. Pflanze Kartoffelsamen im Gartenbeet auf der Farm. Jawohl. Also im Grunde pflanzt man ja die Kartoffel ein. Muss ich da einfach nur Space drücken? Jo. Jo. Ach, das ist schön, wenn man einfach nur mit Space schon ein bisschen bestätigen muss. Kartoffelsamen, pflanze diese Kartoffelsamen in einem Gartenbeet und warte 5 Tage, bis sie herangereift sind. Wachsen im Frühling. Alles klar? Flop, flop. You're a natural. Now you'll need to water them if you want them to grow. Dankeschön. You can fill it up at this old well. Vom Samen Pflanzen müssen jeden Tag gegossen werden, damit sie wachsen. Befülle die Gießkanne am Brunnen. Okay. Easy. So wie sie es gehört. There now. That should do it. They'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms. How would you like mushroom soup for dinner? Da hätte ich jetzt auch Lust. Is it the same one you used to make when I was little? Because if it is, yes, please. Lovely. You'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little. Wait, we have to pick the mushrooms ourselves? No, this isn't the city, honeybee. Besides, freshly picked mushrooms taste better. Yeah, if they're not the kind that poison you. You'll do just fine. I'll do my best. Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town, it might be a good time to stop by and see the mayor. Introduce yourself. He's at Town Hall, a big building in the center of town with a flag above the door. You can't miss it. I'll take good care of you and this farm, Grandma. I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee. All right, here I am, farming. This place has changed so much. It'll take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if city life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. Vom Samen zur Frucht, warte, bis die Kartoffeln reif sind. Oma möchte Pilze haben, um etwas Leckeres zu kochen. Trifft den Bürgermeister. Alles klar. So, was können wir hier noch mit reinschmeißen? Haben wir noch mal? Nein, haben wir nicht. Alles klar. So, hüpfen kann man nicht. Kann man Butterflies fangen? Nein. Zumindest, nee. Nicht so viel ich die Space-Taste trigger. Ja, das wird ja wohl der Angelsteg sein, ne? Oder für Wasserski. Das kann auch sein. Ah, da haben wir nochmal. Hey, I remembered this mine. It looked way less run down when I was 7. But so did everything around here. Ach, die werden wir schon wieder freiklopfen. Nochmal probieren? Nein. Kann ich nicht. Oh. Was habe ich jetzt gefangen? Achso, die Pilze. 2 Pilze soll ich fangen. Was war jetzt? 1? Nee, I ist es, ne? Aber kann ich mit Tab auch? Nein, ich muss auf I. Okay, 3 Pilze. Ich habe eine Distel gepflückt. Können wir sonst noch was pflücken hier? Döp, döp, döp. Am Wasser irgendwie was machen? Mal umschauen. It's a collapsed mineshaft. Looks like I can't get into it until it's fixed. Ja, das denke ich auch. Ansonsten tust du dich schwer. Und die Brücke müssen wir wahrscheinlich auch erst reparieren, ne? Diese Brücke wurde für untauglich erklärt. Der Weg zum Berg ist nicht passierbar. Parker. Ja, als hätte es mich jetzt gewundert. Aber andererseits ist es die Demo. Also, ich denke mal, dass man im vollen Spiel, welches es ja schon gibt, das kostet glaube ich 21 Euro gerade im Moment,
Also ist nicht im Angebot. Und jawohl, kann ich nehmen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt warten soll, bis es im Angebot ist, oder ob ich es mir holen soll. Also da verlasse ich mich jetzt mal auf eure Meinungen. Wenn ihr sagt, ey, bitte mach ein Let's Play da draus, dann würde ich natürlich auch gerne das Spiel zum vollen Preis kaufen. Weil ich denke mal, es ist neu, es ist, kam jetzt gerade erst raus und mehr wie 10% wird es nicht geben. Also zahle ich halt anstatt 21 Euro dann vielleicht nur noch 19 Euro oder so. Und das reißt dann auch nicht raus. Also ihr könnt es mir einfach mal sagen, wenn euch das Spiel gefällt und ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall. Oh, da haben wir noch was. Jetzt sammeln wir erst einmal. Jetzt machen wir erst einmal die Demo, ne? Ich quatsche wieder vom vollen Let's Play und habe noch nicht einmal die Demo durch. Ah, schön. Was war das da? Ein Pilzchen. Da ist noch ein Steinchen, oder? Nein? Ich muss mich umgucken. Das geht nicht anders. Ich muss schauen, ob ich irgendwas... Bei den Insekten weiß ich nicht, wo die sind. Also... Jetzt ist es hinter mir, ne? Ja, aber fang... Schau, aus wie ein Kolibri eher. Ich kann auch nicht zoomen oder sowas. Aber gut, muss ja auch nicht sein. Solange die Kamera so ist, perfekt. Mehr bräuchte ich dann gar nicht. So, wir haben Montag 11.30 Uhr, ne? Ah, nice. Man geht rein und hat sofort das Haus offen. Das gefällt mir. Jawohl. Ah, spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up if you know where to look. Have you found any mushrooms? Of course. Ich habe verdächtige Pilze gefunden. Will these work? Those are nice plump ones. You're a natural forager. When I was out searching, I came across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside, remember? I told you that, did I? It was a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The wood and the supports rotted clean through. Shame. I'm sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. I'm a bit tired just now. Okay, Oma kocht etwas aus den Pilzen. Wunderbar. Potatoes will take a while to grow. Keep watering them. Every day. Alles klar. Achso, ich muss auf Escape. Jetzt dachte man schon, warum komme ich nicht raus? Okay, hier kann ich nichts machen. Oh, kann ich was kochen? Better not, just yet. Lieber noch nicht. Ja, ja. Lass mir lieber erst einmal die Oma ihre Pilze kochen. Ich kann hier schlafen. It's too early to go to bed. Ja, ist okay. Dann geh halt raus. Schauen wir hier noch. Kann man in den Schuppen vielleicht rein? You know, I don't think I've been in here since your grandpa died. Sorry, I was just looking around like you said. I didn't mean to pry. No, no, it's fine. I just wasn't as good with my hands as he was. He gave most of his tools to Thomas, since I knew he'd put them to good use. You know, if we want to get this place up and running, though, we'll need to put in the work here, too. We always made a whole lot more money from his crafts than just the farm produce alone. If you ever want to try your hand at it, I kept the blueprints to all his tools right here. Thanks, Grandma. Not sure if I'm a handy Terra, but I'll try for us. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja. So, eine Papierpresse, Kerzentauchstation, Entsafter und Gärfass. Okay, schauen wir mal. Da brauchen wir drei Hölzer für. Ein Gerät, das Holz zu Papier presst. Baue es im Werkzeugschuppen. Oh, kann ich nicht? Ach so, ich brauche, okay. Kerzentauch, Gärfast, Entsafter. Was gibt's noch? Nichts weiter. Entsafter, da brauche ich dann Eisen dafür. Da brauche ich Eisen dafür. Und hier brauche ich auch Eisen dafür. Also bis auf die Papierpreise brauche ich überall Eisen dafür.
So, aber mehr gibt's hier nicht, ne? Also Werkzeug oder sowas kann ich nicht wirklich herstellen. Jetzt können wir nur mal gucken, wenn wir in der Stadt sind, ob wir da irgendwie was kaufen, verkaufen können. Schauen wir mal. Durch das, dass es ja die Demo ist, muss ich ja auch sagen, ich spiele die Demo durch bis zum Ende und werde dann wahrscheinlich, also wenn es nicht unbedingt nicht sehr viel länger ist, oder sagen wir so, wenn es länger ist wie 40 Minuten, dann werde ich einen Hardcut machen. So, vielleicht kriege ich ja hier was. Hallo. Ah, hello there. Nice to see a new face around here. Hi, I'm Hazel Wild's granddaughter, Tara. Oh, Hazel was so kind to me when I first moved here. Used to let me cut through a property to get to the old mine. Of course, that was before the supports in the entrance gave out. There's still good ore down there, I suspect. Ore? Oh, sorry, I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots and upgrade any of your farm tools for you. Okay, nice. Ah, hier kann ich. Schmied. Eisenbahn, hier. Kupferholz, Felle, Axt, Silberholz, Goldholz. Okay. Okay, die kann's nur upgraden, ne? Okay. Und verkaufen kann ich ihr im Grunde Holz. Folgendes könntest du auch noch verkaufen. Kupferbarren und Eisenbarren, alles klar. Noch was? Nö, ne? Kann ich mich hier austoben? Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Okay, schauen wir mal weiter. Aber irgendwo muss ich ja was herbekommen. Dann gehen wir halt erst einmal zu dem Bürgermeister. Zum Major. Da ist er ja. Servusle.